Willkommen zurück, Crash Bandicoot, Freunde, hier in der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Im letzten Part haben wir Dr. Engine besiegt. Wir haben auch Behaving überstanden und können jetzt in den fünften Warp-Raum fortschreiten. Das ist wohl ein Raumschiff. Ja. Da wird der Boss kommen. Und, boah, sieht ganz gut aus hier. Oh, was passiert jetzt? Ich hole sie, aber ich gebe sie dir nicht. Vergiss es. So, das erste Level ist hier Piston It Away. Da bin ich mal gespannt. Hier braucht man wahrscheinlich den violetten Edelstein, oder? Ah, nein, das ist ein Todesweg hier. Laut Hinweis. Okay. Also, werden wir es hier mit Pistons zu tun haben? Wie nennt man die eigentlich auf Deutsch? Ich kenne die nur aus Minecraft. Ach so, ja. Klar. Ich kann einfach hier durch. Ich habe ja Akku. Die Gegner, die kann ich jetzt auch einfach ignorieren. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Einfach laufen ist immer eine gute Idee. Oh. Jetzt darf ich nicht mehr laufen. Auf den muss ich, glaube ich, springen, weil der solche Arme hat. Ja, und natürlich One-Up sammeln. Ganz wichtig. Hier geht es noch höher. Okay. Ich nehme alle Wupperfrüchte mit. Die kann ich, glaube ich, nur wegschießen. Weil die oben ja Feuer hatten. So, hier ganz vorsichtig. Wir haben alle Zeit der Welt. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Auf den kann ich jetzt aber nicht springen. Muss ich ihn auch wegschleudern. Ach, und jetzt hat er sich geändert. Das ist ja... Aber nur ganz, ganz kurz. Hatte ich nochmal Glück gehabt. Oh, das ist auch gefährlich. Wobei ich sagen muss, es geht bisher. Bisher sehe ich jetzt nicht so die Schwierigkeiten in dem Level. Ups. Außer ich verpasse natürlich irgendwas. Ja, das kann natürlich sein. Oh, Nitro lasse ich mal da. Den würde ich... Ja, dann springe ich nicht auf ihn, sondern schubse ihn weg. Geht ja alles. Geht ja alles hier. So, hier ist der Kristall. Hier ist der Checkpoint. Hier geht mal weg. Ja. Und wir haben wieder Akku im Supermodus. Ja, jetzt ist hier der Todesweg. Geil. Und das wird ein Spaß. Ich glaube, die gehen einfach nicht, wenn ich den Akku habe. Boah, das war gefährlich. Ja, und hier sieht man einfach gar nichts, wenn man hierher springt. Sehr freundlich. Was macht ihr denn? Oh, ich bin ins Nitro geworfen. Geil. Ja, das war fies. Ja, das war dumm. Was wird sich jetzt ändern, wenn ich drauf springe? Ah, diese Gegner. Checkpoint. Boah, war das ein weiter Sprung. Da waren komische Bodenplatten, auf die hätte ich achten müssen. Nein! Ach, ich hab nicht... Und da war der Edelstein. Wahrscheinlich wäre es das da gewesen. Das hier wird interessant. Ich dachte, er kommt nicht bis zu mir. Oh. Na, es ist ein Todesweg. Es muss schwer sein, sonst wäre es ja nicht richtig. Und immerhin haben wir den Kristall. Jetzt noch den Edelstein aus dem Todesweg und alles ist perfekt. Ich muss ja echt aufpassen.
Wenn ich auf die eine Platte komme, schießt der vor mir diesen, ja, Strahl aus. Das ist gefährlich. Ah. Ach, mit Akku. Akku war es einfacher. Es hat gerade einmal funktioniert. Da kam ich wenigstens bis da oben hin. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Akku war hier aber nicht mehr. Ah, ich glaube, hier gehe ich jetzt Game Over. Toll. Im Grunde, ja. Ach, oh, Akku. Jetzt ist alles wieder möglich. Lächerlich. Und dann sterbe ich so. Jo, dann begrüßt uns er hier wieder. Und freut sich. Ja, das ist jetzt sehr schade, weil alles so gut lief und der Todesweg hat's mir dann versaut. Das Problem ist auch, im Todesweg waren doch Kisten, oder? Das heißt, wenn ich die gar nicht hole, kann ich ja auch den ganzen nicht bekommen. Den einen Edelstein. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, mal gucken, ob sich der Todesweg jetzt wieder auftut oder ob wir jetzt zu schlecht sind, kann ja auch sein. Alles möglich. Ja, sag ich ja. Okay. Ich hatte meinen Versuch, den habe ich versaut und jetzt werde ich hier bestraft. So ist es nun mal. Weg. Geh weg. Geh weg. Und jetzt hier durch. Okay. Hey, ist gefährlich. Oh. Hat auch noch so eine ekelhafte Reichweite. Jetzt wird mir die eine Wumperfrucht für das One-Up. Naja. Ich muss die ja nicht unbedingt besiegen. Aber wenn es geht, dann mache ich das. So, hier ist der Kristall. Lächerlich. Ja, der Todesweg hat sich damit auf jeden Fall erledigt. Der dürfte jetzt nicht offen sein, weil ich's... Ja, genau. Weil ich's ja nicht... Was ist... Ah, okay. So, wenn ich hier drauf gehe, schießt der eine. Deswegen muss ich ganz schnell weg. Und da kommt das von oben. Okay. So, hier ist ein Bonus. Ja, mit unsichtbaren Kisten. Super. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Ich will das Level einfach nur schaffen mit dem Kristall, dann bin ich schon zufrieden.
heißt, ich muss jetzt echt zurückgehen. Super. Dann weiß ich noch nicht mehr, ob das überhaupt reicht. Ich kann gar nicht zurück. Geil. Vielleicht waren das ja Nitro-Kisten, die jetzt gerade erschienen sind. Ich weiß es ja nicht. Und die kann ich ja dann noch zerstören, aber... ja. Ich weiß es nicht. Wir sehen auf jeden Fall, was auf uns zukommt. Und es sieht nicht ganz angenehm aus. Ich weiß nicht, wie weit er mich zurückwirft, aber ich werfe ihn mal darunter. Den auch. Oh, das ist gefährlich. Ja. Sag ich ja. Ah, naja, hier oben ist in Ordnung. Das sind gefährliche Gegner. Das glaubt man gar nicht, aber die sind gefährlich. Das sind wie die Leute in diesen einen Palisaden-Leveln. Oh, die springen immer falsch. Ja, zwei Leben noch. Nee. Okay. Jetzt hier hoch. Ich warte nochmal. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ist eigentlich nicht nötig, ja, aber trotzdem. So, dieses One-Up müsste ich eigentlich bekommen können. Aber ich stehe schon ein bisschen falsch. Okay. Das war jetzt so ein geschenktes One-Up, das musste ich mir holen. Auch wenn die Gefahr schon bestand, dass ich ins Nitro laufe. Das gebe ich zu. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay. Hier ist Ende. Ja. Mir fehlt ein bisschen, aber das macht ja nichts. Okay, wir haben den Kristall. Das zählt erstmal. Ach, diese blöde Todesplattform. Ah. So, Piston it away. Haben wir geschafft. Was den Kristall angeht. Der Rest, naja. So, Rocket. Kehre die Flugsteuerung im Optionsmenü um. Flugsteuerung? Bitte was? Was für eine Flugsteuerung? Oh, was passiert jetzt? Ach, der Jack. Ja, hier ist... Ja, ist irgendwie alles... Das schaffe ich doch niemals. Wie steuere ich das denn? Oh Leute, ihr haltet mich jetzt richtig für dumm, ich weiß, aber... keine Ahnung, wie ich das hier steuere. Ja, ich fürchte, das Let's Play wird hier enden, denn... ich fühle mich gerade... ich weiß nicht. Sehr unf... na, mach doch aus. Ja, das ist, glaube ich, besser so. Die Standardeinstellung. Aber... ich kann mich irgendwie nur entscheiden zwischen ganz oben und ganz unten.
Ist doch bekloppt. Dass ganz am Ende sowas eingeführt wird. Oh Mann. Ich erinnere mich auch noch ganz, ganz vage. Ich dachte eigentlich, das kommt erst in Crash 3. Und ich dachte auch, es ist einfacher als das, was ich hier, ja, erfahre. Wie mache ich das mit dem TNT? Ich meine, wenn ich drauf falle, bin ich bestimmt tot. Alles klar. Das ist ja eine coole Idee, keine Frage. Aber es ist schon mega schwer, das zu steuern. Vor allem, man kriegt nicht mal irgendwie so ein Tutorial oder so. Klar, es ist ein altes Spiel, da war das nicht so üblich. Trotzdem, das hier finde ich übertrieben. Ihr müsst euch das so vorstellen, mit dem Joystick bestimme ich, wie hoch und wie tief. Und mit X und A nach vorne und nach hinten. Und das ist alles andere als intuitiv. Also wirklich. Zurück. Oh Gott. Runter. Vorwärts. Seite. Es gibt auch noch solche. An dem komme ich niemals vorbei. Okay, vielleicht doch. Jetzt komme ich auch hier weiter. Ich hätte ganz gern Akku. Ich gehe ganz schnell hier durch. Checkpoint. Ja, das Leben hat sich ja gelohnt. Das Traurige an der ganzen Sache ist, ich muss die Kiste eigentlich holen. Ich vertraue jetzt darauf, dass der Nitro-Schalter die auch deaktiviert. Ja, aber weil ich nicht weiß, wie man nach vorne und nach hinten kommt, das... jetzt gleich verbrenne ich. Okay. Komisch, gerade kam ich da irgendwie nicht durch. Runter Crash und nach vorne. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Doch, es ist mega schwer. Also wirklich, das ist mega, mega schwer. Aber es ist vielleicht auch gar nicht mehr so lang. Das ist so. Alles, was ich gerade irgendwie hoffe. Ich meine, ich habe jetzt auch alle Kisten, außer die Nitro-Kisten, nehme ich an. Ja, vielleicht. Fast. Da ist der Kristall. Und jetzt muss ich da noch durchkommen. Lächerlich. Ne, da gehe ich nicht mal hin. Ich glaube, oben durch ist besser. Oder seitlich durch. Komm, hol den Kristall! Okay. Jetzt umdrehen. An dem muss ich noch vorbeikommen. Kommen die nach vorne? Keine Ahnung. So ein bisschen das Gefühl, dass die nach vorne kommen. Oh mein Gott. Ich will doch nur leben. Lebe ich? Da ist die Nitro-Kiste. Oh weh, ich krieg hier nicht meinen. Hilfe, nach unten. Muss ich auf die eine Plattform? Okay. Oh mein Gott.
Nie wieder. Aber wir haben den Edelstein. Oh, das war mega schwer. Das war auch richtige Millimeterarbeit. Ich glaube, es gibt Leute, die können das einfach... Die können da richtig durchrushen. Aber ich muss mich hier wirklich ganz, ganz vorsichtig vorantasten. Unglaubliches Level. Aber coole Idee, ganz klar. Okay. Wie ist es mit dem... Ja, zwei Leben. Dann mache ich kein Level mehr, sondern gehe runter und hole noch den ein oder anderen Edelstein nach. Wahrscheinlich nur einen, aber mal gucken. Nein, hier noch eins tiefer. Genau hier im Eis. Ja, Snowbiz. Da müsste ich jetzt was kriegen können. Das ist aber, glaube ich, mit der Todes... Nein, hier brauche ich den roten Edelstein. Okay. Den habe ich ja jetzt. So, dann gehen wir hier nochmal durch. Und, das war schon knapp. Und irgendwie ist jetzt alles explodiert da oben, aber... I don't care. Ich möchte hier nur lebend. Lebend und... Oh. Da habe ich zu spät reagiert, ganz klar. Och Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich brauche Wumperfrüchte. Ich hoffe, das ist jedem hier klar. Ja, hier oben war TNT. Das habe ich das letzte Mal nicht gesehen, weil ich da einen Pinguin reingeworfen habe. Soll ich hier? Die soll wirklich auf mich abgesehen haben. Muss man dazu sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hier hoch. Ich habe keine Leben mehr, ich werde es sowieso nicht schaffen. Zuversicht habe ich auch keine mehr. Ja, und diese Viecher hasse ich. Blöd, Mann. Oh, Aku Aku. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Ja, hier. So, nach oben. Checkpoint. So. 125 Kisten gibt es hier, auch ein Witz. Immer so viele. Dass ich da gar nicht alle dran... Das ist... Bei euch kriege ich echt das Kotzen. Jetzt er hier. Okay. Und was um Himmels Willen soll ich hier machen? Kann ich die von unten aktivieren? Okay. Dann meckere ich nicht rum. Komme ich da hoch? Ganz knapp nicht, oder? Ne, da ist aber auch nichts. So, jetzt hier hoch. Und das Spiel sagt wieder, komm, stirb. Oh, ein One-Up. Sehr schön. Ja, Pinguin. Ich glaube, dich bringe ich gerade um. Oh mein Gott. Mal zurück. Ach, man kommt unten auch gar nicht her. Ja gut. Noch ein One-Up, super. Geh weg. Oh, jetzt wäre ich hier fast zu weit gelaufen. Oh Mann. Ich bin auch richtig angespannt. War ich hier nicht schon mal? Kommt mir alles bekannt vor? Ah, nee, doch nicht. Das hier kommt mir gar nicht bekannt vor. Aber hier habe ich ganz gut Leben aufgefüllt. Hier sind auch richtig viele Wumperfrüchte.
Nur jetzt filmen ja unten alle Kisten, die auf dem normalen Weg liegen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube jetzt einfach. Ja, war ein Fehler. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Ich wurde nicht getroffen. Also bei diesen Stampfdingern ist die Idee eigentlich ganz gut, wenn man so bis zur Mitte läuft und dann ganz schnell wegslidet, dann treffen die einen eigentlich nicht. Bei denen hier bin ich mir nicht so ganz sicher, aber da klappt es eigentlich auch. Blödes Vieh. Ja, du bist kein Vieh, aber ich nenne dich trotzdem so. Ja, so viel zu den Leben, die wir gefarmt haben. Wie mache ich das denn da? Jetzt habe ich natürlich keinen Akku mehr. Der wird mir da so helfen. Ich weiß nicht, wie ich so weit springen kann. Und das Schlimme ist, ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt hier alles bekomme, weil ich ja unten auch Kisten habe, an die ich jetzt gar nicht drankomme. Also das Spiel ist echt nicht für schwache Nerven. Das ist wirklich alles seltsam hier. Alles seltsam hier. So, den muss ich einmal nach unten locken. Aber er denkt sich dann, nö, ich warte nicht. Ich brauche keinen Cooldown. Super gemacht, Crash. So soll das natürlich nicht sein. Ah ja, Akku. Mehr will ich doch gar nicht. Jetzt hätte ich ihn da fast verloren. Oh, wieso mache ich denn jetzt auf einmal diese ganzen Wirbler? Die sind doch schlecht. Nee. Ja, und hier keine Ahnung. Jetzt kommen auch noch Eiszapfen. Super. Ich habe ja nur gerade so die Metalldinger getroffen. Okay. So. Wo bin ich jetzt? Man weiß es nicht. Ich will nicht sterben. Ich will erst einen Checkpoint haben. Aber ich muss wahrscheinlich nochmal zurückgehen. Ja, klar.
auch sehr freundlich. Oh mein Gott, du Schwein. Bei dem Checkpoint gehe ich jetzt aber auch nicht zurück. Hilfe. Ich denke mir auch bei dem Spiel einfach gar nichts mehr. Ich sehe einfach nur den Edelstein vor Augen und ich weiß ja, wenn ich den bekomme, bin ich glücklich. Das ist das Einzige, was mich hier noch am Leben hält. An den Bonus erinnere ich mich und der war auch alles andere als nett. Jetzt ist hier... Genau. So, dann weiter. Okay, ich lebe. Und Bonus beendet. Ja, dann weiter. Geh weg. Geh weg und ich geh runter. So, Checkpoint. Sind TNT? Nein. Habe ich, glaube ich, schon beim ersten Mal gedacht, dass da vielleicht ein TNT, eine TNT-Kiste drunter ist, aber ist es nicht. So, Akku, Akku. Das ist gut. Eine Kiste noch, die ist da oben. Ihr haut ab. Kisten habe ich alle. Da hinten ist das Ziel. Da jetzt noch reinzukommen, wäre natürlich super. Eigentlich kann auch nichts mehr schief gehen. Wir haben es geschafft. Edelstein. Komm mit. Ja. Ich dachte, das geht schneller. Ging es aber nicht. Hätte ich auch noch oben im fünften Raum was machen können, aber nein. Okay. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, wenn euch Crash mit Jetpack gefallen hat und mein Struggle dort, lasst doch einen Daumen da. Dann hat sich wenigstens auch für mich gelohnt. Ja. Und im nächsten Part machen wir oben weiter. Mal gucken. Ich denke, den Boss werden wir da noch nicht machen. So schnell geht das nicht. Aber ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin, alles Gute.